Hallo, wir sind Ulrich Bauer und Verena Groh. Und wir nehmen Sie heute mit auf einem virtuellen Rundgang durch die Volkshochschule Darmstadt-Dieburg. Ja, wir stehen jetzt in der Verwaltung. Hier sind unsere Experten für alle Anliegen, die Sie rund um Ihre Kurse haben, ob das die Buchung betrifft oder telefonische Anfragen zu den Terminen. Dann möchte ich gerne vorstellen, das ist einmal Renate Bübel, Fachgebietsleitung Verwaltung, und Janine Schaub, unsere Mitarbeiterin. Hallo, auch ich begrüße Sie ganz herzlich in der Volkshochschule. Ich bin die Fachgebietsleiterin aus dem Verwaltungsbereich und mein Team und ich stehen Ihnen bei jeglicher Fragestellung rund um die Verwaltung und die Organisation der Volkshochschule zur Verfügung. Und meine Mitarbeiterin begrüßt Sie auch gerne am Telefon. Zu den Telefonzeiten bin ich gerne für Sie erreichbar und berate Sie, damit wir den passenden Kurs für Sie finden können. Wir befinden uns jetzt im ersten Obergeschoss unserer Volkshochschule, wo unter anderem die Kursräume sind und auch einige Büros von uns. Ja, und ich lade Sie jetzt herzlich ein, meinen typischen Kursraum zu besuchen. Oh, da ist gerade ein italienischer Kurs, das sollte mir nicht stören. Als nächstes sind wir bei Vivian Föhring, unsere Programmbereichsleitung Deutsch. Ja, hallo, mein Name ist Vivian Föhring. Ich bin zuständig für den Deutschbereich und Integration. Wir bieten viele verschiedene Deutschkurse an auf den Niveaustufen A1 bis B1, die Integrationskurse. Da wird dieses Buch verwendet in den Kursen zum Beispiel, das ist A2. Wenn Sie Interesse an den Deutschkursen haben oder jemanden kennen, der Interesse hat, wenden Sie sich gerne an mich direkt oder an das Deutschteam. Wir sind gerne für Sie da. Frau Elke Hess ist unsere Programmbereichsleitung für den Bereich Sprachen. Schauen wir doch mal bei ihr vorbei. Hallo, mein Name ist Elke Hess und ich bin hier bei der VHS Darmstadt-Dieburg für den Programmbereich Sprachen zuständig. Das heißt, einen Teil der Fremdsprachen, Englisch, Französisch und Spanisch, ist unser größtes Angebot bei den Fremdsprachenkursen und ansonsten noch einen Teil der internationalen Sprachen, Sprachen der Welt. Hier ist ein kleiner Eindruck von unserem Angebot anhand der Bücher, mit denen wir arbeiten. Spanisch zum Beispiel, Schwedisch haben wir im Angebot, Portugiesisch, europäisches und brasilianisches Portugiesisch, aber auch Türkisch, Arabisch, mittlerweile auch Koreanisch und noch viel mehr. Der Großteil unseres Sprachenangebotes findet in Präsenz statt, das heißt in den Kommunen, in den Gemeinden des Landkreises. Wird sehr gut angenommen, aber wir haben natürlich mittlerweile auch ein Online-Angebot, letztes Jahr aus der Not geboren durch Corona. Aber inzwischen haben unsere Kursleitenden so viel Spaß daran gefunden und auch die Rückmeldungen aus den Kursen von den Teilnehmenden sind sehr positiv. Als Ergänzung, also die Leute freuen sich natürlich darauf, auch wieder vor Ort in die Kursräume gehen zu können. Aber die digitalen Elemente werden uns sicherlich erhalten bleiben und wir haben jetzt im kommenden Semester allein in meinem Bereich mehr als 20 Online-Angebote eingeplant, teilweise Blended-Learning-Angebote, wo ein Teil der Termine vor Ort stattfindet und ein Teil dann in der VHS-Cloud. Ja, und ich hoffe, dass es Sie interessiert, dass es Ihnen Spaß macht. Die Präsenzkurse bleiben natürlich trotzdem erhalten, aber schauen Sie mal in unser Programm. Zum öffentlichen Bildungsauftrag der Volkshochschule gehört die Grundbildung. Dazu berichtet uns jetzt Wolfgang Schäfer. Hallo und guten Tag. Mein Name ist Wolfgang Schäfer. Ich bin bei der Volkshochschule für den Bereich Grundbildung Ihr Ansprechpartner. Wussten Sie schon, dass 6,2 Millionen Menschen in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben können? Geht Sie das auch etwas an? Wenn Sie Probleme mit Lesen und Schreiben oder Rechnen haben, dann sind Ihre erste Beratungsstelle.
Wir machen Ihnen Angebote, damit Sie auch in Zukunft mehr am Leben teilhaben können, die Kinoplakate lesen können, was auf den Schildern alles draufsteht. All das haben wir im Angebot für Sie. Rufen Sie uns an oder schauen Sie unser Programm. Es wird garantiert ein gutes Angebot für Sie zu finden sein. Wir hoffen, unser kurzer Rundgang hat Ihnen gefallen. Und wir freuen uns, Sie als Kursteilnehmerin oder Kursteilnehmer bei der VHS Darmstadt-Dieburg zu begrüßen.